Komm, Leute, ich habe einen riesigen Ohrwurm. Egal. In diesem Video geht's mal nicht um Slime. Nicht um Dio. Ich weiß, okay, das schon so zur Hälfte. Nägelmachen. Ein Leib hier. Jo. Also, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Eher brauchen wir das hier. Mit diesen drei kann man zwei verschiedene Nägelsorten machen. Also einen auf der Hand und einen auf der Hand. Also fangen wir mal mit dem leichten an. Das mache ich dann auf der linken Hand, denn ich bin eigentlich Linkshänderin und das wird ein bisschen schwerer und deswegen habe ich das leichtere für die Hand genommen. Müsst ihr erstmal alle Hände lackieren mit einem, alle Finger, genau, Hände, mit einem beliebigen Nagellack. Mir gefällt der hier sehr, weil wenn man jetzt genau hinguckt, dann sieht man, dass der lila glänzt. Ist übrigens die Flasche, die normal glänzt. Und ein transparenten Glitzerlack eurer Wahl. Er kann pink sein, rosa, blau, schwarz, weiß was ich. Also wie gesagt, erstmal müsst ihr mit dem Nagellack alle Nägel lackieren. Also dafür, dass ich das mit meiner rechten Hand gemacht habe, ist das relativ gut. Sieht zwar schrecklich aus, aber besonders der Ringfinger sieht kacke aus. Also Leute, ich mache das wirklich besser, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache das immer so viel. Das halte ich mir direkt ab. Ich bin nämlich einfach nur Linkshänderin. Deswegen sieht es auf der linken Hand scheiße aus. Das lässt ihr jetzt trocknen und ja. So, die sind getrocknet. Und jetzt kommen wir zu dem Verschwicken. Da braucht ihr dann den Lack, der durchsichtige Glitzer und halt eine Farbe, wie ihr was, welche ihr wollt. Hat. Den macht ihr auf den Daumen. Versuche, mehr Glitzer zu kriegen. Glitzerlack ist immer so eine Sache. Entweder ist da viel zu viel Glitzer oder viel zu wenig Glitzer. Also zu viel Glitzer ist eher weniger der Fall. Viel Glitzer gibt es nicht. Und auf den Ringfinger oder auf den Mittelfinger. Ich mache es immer auf den Ringfinger. Das lässt sich jetzt auch trocknen, dann seid ihr eigentlich schon fertig. Das war die einfache Variante, sich was Schönes auf die Nägel zu malen. Die zweite Variante ist was für kurze und für lange Nägel. Also davor hatte ich auch was für lange Nägel, aber jetzt eher nicht mehr. Dass ich davor gemacht habe, sage ich euch danach, aber erstmal lässt sich jetzt trocknen. So, ich habe hier jetzt schon mal was vorbereitet. Wenn ihr längere Nägel habt oder ein paar längere Nägel, dann an den Nägeln lasst ihr das den Streifen einfach weg. Und macht dann diese Farbe, die ich jetzt einfach so da drauf mache, weil ich halt Streifen drauf mache. Diese Farbe macht ihr dann als French drauf. Bei den langen Nägeln. Bei den Rest, der nicht lang ist, dann einfach Streifen.
Und ja. Aber erstmal, dass er diese Hand jetzt trocknet, sonst kann ich das nicht machen.